Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play SMP Live Your Dream. Ja, das war ja letzte Folge ein bisschen komisch alles, ne? Ja, da ist mir nicht ganz klar, was da abging. Da durch den Anruf hier von Amub Corleone. Damit anscheinend ich Leute kenne, die ich gar nicht kenne. Ja, das war alles ein bisschen verwirrend. Ja, jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. Ob da noch was kommt. Ob jetzt irgendwie ich nochmal angerufen werde. Oder den zufällig über den Weg lauf. Fleißig am Aufnehmen. / SMS. 3855 91. Ja, na klar. 3855 91. 3855 91. Ach du Kacke. Ja, ich kann mich belauschen. Ach so. Fahrschule, nicht im Ernst, oder? Das sind keine 10 Meter. Ja. Genau. Ich bin gerade noch ein bisschen still, weil ich bin irgendwie noch ein bisschen verwundert darüber, was da gerade abging. Aber anscheinend, weiß nicht. Vielleicht hat sich einfach einer gedacht. Oh, der ist auf YouTube, der macht Videos. Verarsche ich ihn mal. Irgend sowas vermute ich jetzt einfach mal. Natürlich könnte das eine total falsche Anschuldigung sein, aber das ist das Einzige, was mir plausibel erscheint. Warum soll irgendjemand warten und... Oh! Der hat ihn doch gerade geschrieben. Hi. Ne, der ist anfangen zu schreiben. Er soll! Dann nicht. Löschmotor. Ich sag mal hallo. Hi. Ich frag immer noch, ob vielleicht was Lustiges kennt, das in die Aufnahme kann. Ich hab nur noch gerade gesagt, was das ist. Ob er das ist. Pass auf, weil das ist alles wieder mal Hacker. Ja, hab's gemerkt. Gemerkt. Schreiben wir das so? Auto wurde kaputt gemacht. Ja, das ist eine Unterhaltung der ganz oberen Klasse. Wenn du Probleme hast, wovon? Okay. Merk ich mir. Gut. Ich werde es mir nicht merken, weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Also. Da ist Freeze. Über den wurde ich doch gerade angeschrieben. Das weiß ich ganz genau. Ich weiß, wo der hin will. Stadthalle. Ach du Kacke. Da ist Rip the Checker. Ach so. Warte mal, da ist Amob Corleone. Den schreibe ich jetzt kurz an. Ich weiß, es ist eine Tastenkombination, ich hab's vergessen. So, wo ist der?
Ist der da? Warte, das war er doch, oder? Genau, ich warte jetzt, bis er sich von der Gruppe absondert. Dann schreibe ich ihn an. Was war das denn gerade für ein Anruf? Ja, ich bin wieder auf die Aufnahmetaste gekommen. Die werde ich auf jeden Fall nach der Aufnahme ändern. Weil er hat gerade ziemlich an. Der macht keine. Also anscheinend wurde hier echt SM gemacht und dann wurde anscheinend doch gesagt, damit ich irgendwas damit zu tun hat. Hab. Ich werde mal kurz. Ja, ist tot. Ich werde mal kurz mir Arbeitslosengeld holen, weil. Naja, ich arbeite zurzeit eh nicht und wenn ich dann mal aufs Stream arbeiten gehe, weil. Ich weiß nicht. In der Aufnahme ist das eben nicht so das, was man jetzt. Am besten machen kann, ne? So, der Stadthalle. Also, das ist ja schon etwas sehr eintönig. Und ja, sein Job kann ich zu übertragen. Arbeitsamt, kündigen. Platz 4. Da bekomme ich zwar kaum Geld, ja, aber ich bekomme wenigstens irgendwas, ne? Ich meine, wo ist jetzt der Unterschied, wenn ich Hartz IV und am Payday 2000 bekomme oder wenn ich einen Job habe und am Payday gar nichts bekomme, einfach weil ich nicht arbeite? Was ist hier los? Aber hier sind ja anscheinend Hacker. Level 1 nicht, darf niemand was machen. Also irgendwie geht hier anscheinend ganz schön was ab. Okay, wo ist denn hier ein Geldautomat? Hier nicht. Ich bin nicht wundern, ich bin gerade noch irgendwie. Ich bin gerade die ganze Zeit am Nachdenken, warum ich angerufen wurde, aber. Na, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat sie gedacht, oh, da hast du so Videos, verarsche ich ihn, oder er hat sich gedacht, oh, ich kenne ihn nicht, anscheinend hat er damit was zu tun, weil die sagen das. Also rufe ich die mal an und frag, was abgeht. Ja, da ist einer mal angehalten, ne? Warum ist er einfach angehalten? Fragen wir fahren. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Das gibt es nicht. Ich denke mal, die Aufnahme ist so um ungefähr 35 hat sie angefangen. Also 50 bis 55. Ist sie dann. Gibt es keinen Automaten? Ach, ganz ehrlich. Ja. Ich will nichts hören. Automat. Ein Gilderfilm mit der PIN. 1, 2, 3, 4. Weiter. Und ich möchte gerne 1000 abheben. Ich habe noch 50.000. Ist mein Auto da vorne noch? Ja. Ach, scheiß drauf. Der wird schon seinen Grund haben, warum ich angerufen hat. Es muss ein bisschen mysteriös bleiben. Ja, jetzt könnt ihr eure eigenen Theorien erfinden, warum das so war. Ich habe meine zwei gesagt. Würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere seinen Senf dazu in den Kommentaren dazugeben würde. Ja, so dann wird mein Motor gestartet. Und ich fahre irgendwo hin. Ich weiß aber nicht wo. Da hätte ich mir vorher überlegen sollen. Das Blödeste wäre jetzt, wenn ich einfach irgendwo blöd hinfahre und blöd im Kreis fahre und nix sag, aber. Naja. Uiuiuiui. Aber ich kann ja sagen, dass ich nicht weiß, wo ich hinfahre. Und das werde ich sagen. Ich kann ja sagen, dass ich nicht weiß, wo ich.
Ja, vergesst den Satz einfach und ich habe ihn nie gesagt. Ich glaube, das ist eine Strategie. So, ich will mal da hochfahren, ob man einfach hochfahren kann. Oder ob man da irgendwie aufgehalten wird. Weil eigentlich ist der ja. Aha, der war wo 2000 und der war wo 1000. Ja, da wird wieder irgendwas tackern laufen sein. Da werde ich die Aufnahme jetzt auch nach dem Part beenden. Und bis morgen oder so wieder warten. Ich meine, ich habe eigentlich genug Parts. Also bis morgen kommen, dann ist ein P-Part. Dann kommt die lange Folge, die allerdings gar nicht mehr so lang ist, wenn man bedenkt, damit ich jetzt die Folgenlänge gesteigert habe durch das, ich sag Hallo und Tschüss am Anfang und Ende der Aufnahme. Und na, ist klar. Scheiße, ich hab grad so krass den Faden ver. Aua. Ich hab grad so krass den. Ach, das ist doch scheiße. Kotzen kann ich. Ich hab grad so krass den Faden verloren. Ja, und weg ist er, ne? Tschüss, Faden. Der kommt nicht wieder. Das ist echt gerade, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich gerade geredet habe. Da merkt man, wie leicht der Mensch auch das vergessen kann, wenn er abgelenkt wird. Das ist ja ganz einfach. Ablenkung ist sowieso so eine Sache. Ist auch ganz lustig, wie stark auch die Reaktionszeit verringert wird. Wenn man abgelenkt wird, das hatten wir mal in der Schule gemacht, das war ganz lustig. Und zwar hat der Lehrer so ein, ja, Streifen dabei und man musste, und er lässt ihn halt fallen und man dann die Hand schnell möglich zu und dann halt gucken, wo man ist, ne? Und naja, das war echt krass, was das für ein Unterschied war, wenn er ein bisschen mit dem Schüler davor geredet hatte, ja? Ich meine, klar, wenn man sich das konzentriert und sich denkt, okay. Ich meine, man kann ja die Zeichen schon, wenn er bloß das vorher erkennen, ne? Wenn die Finger langsam auseinandergehen. Das dauert ja auch eine kurze Sekunde von Finger sind zusammenhalten, das läuft Papier fest und Finger sind so weit auseinander, damit das Papier offen ist, dauert es auch ein paar Millisekunden. Und wenn man das erkennt, dann ist man, glaube ich, wirklich schnell. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mit mir wurde es leider nicht gemacht. Das fände ich ganz lustig, aber naja. Da kann man nichts machen, ne? Ich bin eh komischerweise einer. Was heißt komischerweise? Verständlicherweise einer, den Lehrer nicht so mögen. Ja. Ich bin halt nicht der aktivste und aufmerksamste Schüler, sag ich mal. Ne? Ich denke, alle wissen, was ich damit meine, aber ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. So. Gut, dann ja, werde ich jetzt die Folge beenden. Hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Am besten schreibt mal ein Gesprächsthema in die Kommentare, damit ich über ein bisschen was reden kann, wenn ich hier am Zocken bin. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschö.